Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück und Froggy ist auch noch da. Hallo Froggy. Zaurus can't see through his rage. He needs our help, Phrenos. Allen Leuten persönlich guten Tag gesagt. Hallo Thorsten. There, wer ist noch dabei, Jenny? Dora. Dora ist dabei. Kathleen ist dabei. Wer noch, Jenny? Tim? Zuschauer. Ja, Tim guckt auch zu. Hallo Tim. Und Jenny natürlich auch. Dein Name ist Schwester. Oh, Vetter, hallo Jenny. Vetterin. Aber die Jenny wird mit Y geschrieben. Ganz wichtig. Ach so, ja. Oh ja. Das ist, ich wollte nicht meckern. Mir schreibt mal mit I. Jenny. Nein, ich war darüber nicht sauer, weil ich fand die Kommentare zu süß. Ich wollte auch nicht antworten. Übrigens, man schreibt nicht mit I. Aber man schreibt nicht mit I. Und wenn man mich mit I schreibt, macht man mich auch sehr glücklich. So, Jenny, was ist letzte Folge passiert? Was hat uns, warum sind wir hier? Wir sind mal wieder gestorben. Ja, das ist richtig. So. Haben unserem Hundi. Aber das heißt, wir haben eine Menge Stuff in the Tash. Und können hier ein bisschen was ausgeben und dann machen wir einen richtig fetten Run. Und wir spielen übrigens mit, wenn er aufgepasst oben hat, ne? Nicht mehr. Ja, wir haben aufgepasst. Aber wir sind jetzt auf Version 0.90993. Und das ist eine andere Version als vorher. Okay, wir können entweder die Mitrine, die will ich haben, damit wir die Andenken tauschen können nach Gelüsten. Dann gibt es verbesserter Brunnen, damit wir mehr Leben wiederherstellen. Und es gibt offenbar versteckte Kammer, die uns heilt. Schön. Und das können wir noch nicht. Cool. Was ich übrigens gleich noch, ich würde im Run gleich kurz mal darauf eingehen, welche Änderungen sich hinter dieser aktuellen Patch-Nummer verbergen. Es war nämlich knapp 1, irgendwas Gigabyte. Das machen wir gleich, aber erstmal gibt es hier Stopp. Ja, wenn der Run losgeht. Ich wollte das nur nicht unter den Tisch fallen, dass mich jetzt jemand gefragt hat, was hat es denn mit diesem Patch auf sich, lieber Joscha? Erzähl es mir später. Ruhig, Daniel, ruhig. You've done it. Heute hat Josh Palaverlaune. Ich richtig Palaverlaune, weil ich eigentlich müde bin. Und Jenny hat mir ein Bierchen mitgebracht. Jetzt sitze ich hier auf dem Freitagabend, chill noch ein bisschen. Lass dich von mir bespielen. Ich trinke nur alkoholfrei. Ja, und ich werde langsam tipsy wahrscheinlich dann irgendwann werden. So, jetzt müssen wir mal. Haben wir ihr schon was geschenkt? Nein. Nein? Nein. Wir müssen es nämlich tracken. Dann mach das mal. Headmistress, if it isn't inappropriate, I have a little gift, seeing as your personal supply ran out a while back. Ah, the hounds shall lap this stuff right up, I think. I shall safeguard it for them as a treat. And why don't you hold on to this in kind? Nice. Your silver wheel. Ah, es kommt dann nutzen. I can have this. Genau, und ich habe ja jetzt gespeichert. Mhm. Ich habe ja geskillt, dass wir zwischendurch Andenken jetzt wechseln immer können. Nach den Gebieten, ne? Gut. This time I recognized him right away, but I could do nothing against him. Wily bastard. Arrogant to the last. So then, he knows of you. What did he say? He thanked the fates that we had finally met, as though he'd been searching for me all this time. And told me not to make the same mistakes as my family. Eject that poisoned memory from your mind. He knows nothing of the fate's designs. I shall reinforce all our protective sorceries, and you fear not your enemy. Slay him. Okay. Klare Ansage. Okay, hier sind noch mehr Leute, mit denen wir sprechen wollen. You don't have isn't Jenny? Personal. You don't see my mother around either, do you, Nem? Nor my father, nor my brother. Kronos took them all. Geduld. I lost more than my mother, too. And I knew mine. What's yours to you? All you ever did was fall out of her womb. Boah, ist schon nicht nett zu uns. Naja, das erwartest du von jemandem, der Nemesis heißt. Genau, was nämlich auf jeden Fall verbessert wurde, was ich in den Patch Notes gelesen habe, ist, dass man diese ganzen Einträge schneller freischaltet. Sie ist größer und stärker als ich. Du fragst dich, warum sie nicht mit deiner Aufgabe getreut wurde. Gott, guck mal, was das hier alles gibt. Odysseus, Selina. Könnt ihr euch alle durchlesen, wenn ihr wollt. Wenn den ja schneller durchgeht, dann wird es noch schwieriger für euch. Wieso, ihr könnt ja Stopp drücken, deswegen. Du sollst sehr schnell Stopp drücken. Du hast den Leuten so eine 10. Sekunde gegeben. In regard to an impediment you may confront when finally you reach the far end of the morning fields. Reports suggest it's some sort of infernal beast. Mm-hmm. A big one. Our shades had to stay very far away. Cerberus. I can corroborate our shades reports and add that this infernal beast is none other than Cerberus, my father's household pet, acting on instinct and pure rage.
I feared as much, for they said the beast had several fire-spitting maws. I don't suppose he recognized you after all this time and let you pass? Mm-mm. He did neither of those things. I have to help him. So, jetzt darfst du es vorlesen. Ja, das liest du jetzt echt schön selber durch. So, ja, kann das mehr. Okay. Und weiter. Not even the wiles and stratagems of that resourceful sack of cities, Odysseus, may be sufficient to overcome the Titan of Time. They say never to underestimate that man. Oh, haben wir. Come on. Nee. Ich wette, einer der Tools, die man freischalten kann, ist zum Graben. Oh, haben wir jetzt endlich die Möglichkeit, das mitzunehmen, was wir, oder zu kaufen? Nee. Nee, uns fehlen noch sechs. Aber wir hatten kein Space. Aber wollen wir jetzt mal das mitnehmen, was uns mehr Leben und mehr Magie gibt jedes Mal? Da müssen wir Sachen rausschmeißen für, ne? Das ist da. Wir können auch gucken, ob wir das skillen können. Guck mal, wir können uns upgraden. Ja, dann machen wir das. Dann nehmen wir das mit, oder? Oder was anderes? Jenny, kannst du dein Handy lautlos machen? Hört man, glaube ich, nicht. Ich glaube schon. Aber haben wir die nicht eh mit? Jetzt machen wir es nicht mit. Doch, macht nicht. Keinen Sinn, sagt wie sie. Wie? Jetzt. Ah, wir müssen beide. Okay, man darf nicht nur eins. Ich muss man, das mitnehmen. Muss man die ganze Reihe mitnehmen? Nee. Also vielleicht die Nachbardinger. Aber jetzt haben wir genug. Geil. Ja, okay, auch Bannkreis und das. Und das können wir alles noch nicht freischalten. Aber ich hätte gerne das. Das ist nämlich ziemlich krass, wenn die gleich auf selten sind. Ja, da fehlt was. Wir haben 29, brauchen 35. Das nächste Mal könnten wir. So, jetzt gucken wir erstmal hier. Wir haben zwei neue. Mhm. Wir haben neue. Mistress, Silberrad. Macht was. Nachdem du Magie verbraucht hast, stellst du sie binnen 3 Sekunden wieder her, bis du maximal 1000. Pro Nacht. Also Durchlauf. Ja, so. Oder? Mantium-Scherbe, du findest mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gabe des Hephaistos, den mögen wir. Mhm. Einmal pro Nacht kannst du seinen Segen verbessern, solange ihre Seltenheit normal nicht übersteigt. Das ist geil zum Anfang. Das ist das, was wir hatten. Das, also ich würde, glaube ich, mit dem starten, dann haben wir immer diese geile Gabe. Mhm. Dann kann man einmal das wechseln und dann kann man immer noch gucken, ob man, dann würde ich das nehmen. Oder man alternativ fängt mit dem an. Aber wir, Hephaistos. Ist dann die erste Gabe, die wir finden. Mhm. Und das hier, dieses schwarze Ding, zeigt immer, welche Waffe besonders viel Special bringt. Aber wir haben die noch nicht. Ach, jede Nacht priorisiert eine Waffe. Okay, und haben wir nicht noch ein Silber? Ah, schon, wir hatten letztes Mal diesen Silber-Run. Oh, Silberspaten. Kostet aber auch Silber. Na, du musst Silber. Was bringt der denn? Naja, da kann ich was ausgraben. Oder also irgendein neues. Also eine, Tool. Das können wir jetzt schon mal sagen, eine der Neuerungen war, wenn wir die Patch uns richtig verstanden haben, dass man immer alles machen kann. Also alle Aktivitäten, aber man mehr kriegt, wenn man das Werkzeug dazu hat. Genau, aber man muss sie freigeschaltet haben. Genau. Wenn man sie nicht freigeschaltet, wir sparen erstmal auf die Mondsteinachse, würde ich sagen, bevor wir den Spaten freischalten. Mhm. Mit was möchtest du diesen Run denn streiten? Wenn es jetzt eh egal ist, welche Waffe wir haben. Wir brauchen ja noch ein bisschen Silber. Jetzt mit dem Stab unterwegs sein? Das war die Post gleich. Das war die Frage, also meine ich nicht die. Some resembling their mortal selves and others rendered down to purest essences. Das gucke ich gleich. You're all right, the old storage case. So it's an heirloom from my family. That it is, and for as long as I can recollect. Look upon it knowing that the burden which you bear, you need not bear alone. Plus it'll keep your keepsakes all in one handy spot. A symbol of the gift-giving custom of Olympus, then. A tradition that now falls to us. Voll gut. Yep. Yep. So. Ein Mann großer Worte bin ich nicht, deswegen könnt ihr das wieder sagen. Seine sterblichen Manieren und seine Unbeschwertheit haben ihm das Vertrauen der Schatten der Wegkreuzung eingebracht. Okay, das sind die ganzen Schatten. Ich glaube Tatsache, ich will nochmal die spielen. Echt? Ja. Die Leuchtedinger. Die ja, uns auch so wenn ich in denen nicht so gut mit denen nicht so gut war, aber es gehört ja dazu, in dem Spiel besser zu werden. Okay, wenn du gut. Aber ist das unser Best Guess hier für Zerbi? Okay. Na dann. Let's Fats. Bin gespannt. Hey Em, I'm back. Hallo. How's things? You good? I'm good. Ah! And good to see your task is underway, but change your plan, though it's a lot to ask. Up for a visit to Olympus sometime soon. Ja. Ja, sie ist sehr lieb, ne? Ist er mit dem Badge gekommen, vielleicht? Oder ist er storytechnisch gekommen? Hä, wir haben ihn doch schon mal gesehen. Hä, nee, oder? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Nee. Wir haben nur von ihm gehört bisher.
Ah, okay. Lord Hermes, just a moment. What do you mean, Olympus? My task is to stop Kronos in the underworld. I can hardly breathe the surface air, much less get to a mountaintop. Ich glaube, er ist einfach storymäßig, weißt du, weil du hast auch gesagt, die sind immer geskriptet, ja. Come on, Em, you have your ways. Ramps is up to something bad, more than his usual attack, so just give it some thought. Wouldn't ask if it was nothing, right? Okay, gotta run, and so do you. I'll be in touch by Boon. Weißt du, ob unser Bekannter eigentlich wieder eine Charakter spricht? Hades 2? Nee, ich habe noch nicht gefragt. Haben wir am Anfang erwähnt, wir kennen eine Synchronsprecher, der Ares gesprochen hat. Also ich vermute mal, dass Ares und Dionysos. Ja, wenn die wieder vorkommt, dass er die auch wieder sprechen dürfte. Weil vor Kontinuität. Das heißt, wir können jetzt nach oben gehen, oder was, ne? Also nächstes Mal dann wahrscheinlich. Wenn wir an der Wegkreuzung stehen. Olympus needs me. On the surface. Spannend. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Mal gucken, ne? Aber er ist jetzt schon recht eindeutig, oder? Er hat gesagt, wir sollen. Das heißt nicht gleich, dass wir können. Okay, ja. Aber dann werden wir sicherlich mindestens mit Hekate oder sowas drüber reden können. Die ferngeschossenen meisten Gegner sind langsamer. Du findest mehr Gold. Mhm. Lohnt sich halt und am Anfang. Upfront 100, ja. Dein Magier verbraucht weniger Mana. Ich meine, wenn dann am Anfang schnelles Geld, oder? Ja, kann man immer wegcashen. Auf Geld. Okay, bin gespannt, wo uns diese Reise hinführt. Und vielleicht dann demnächst sogar in den Olymp. Schön. Wo wir kaum atmen können. Haben wir das gleiche Problem wie Zacharias, ne? Ja. Deswegen glaube ich nicht, dass wir einfach so da hoch können, aber wir werden sehen. Hm. Ah, genau. Vielleicht können wir uns einmal angucken. Jetzt, ich mach's langsam. Ja. Er hat nämlich das uns jetzt gezeigt. Hier. Das ist Ares. Mhm. Skilla. Mhm. Echo. Mhm. Narziss. Das heißt, er hat uns jetzt im Patch ganz viele Texte nachgereicht, oder? Ja, wenn man die schneller freischaltet, irgendwie das bis das nächste kam, haben sie wohl viel zu hoch eingestellt gehabt. Und viele Leute sind ja nicht so hardcore wie Jenny. Hardcore wie ich. Genau, was sie noch verändert haben, angeblich, zumindest laut dem Patch Notes, glaube ich, der Sprint funktioniert scheinbar ein bisschen anders. Und der Dash, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen anders. Ich habe mir jetzt aber echt nicht gemerkt, was sie verändert haben, genau. Aber da kann uns Jenny vielleicht demnächst Feedback geben, wenn wir hier ein paar Räume gemacht haben. Oh, ah, da ist sie. Den wollten wir ja haben. Den mögen wir sehr. Den magst vor allem du sehr. Ja, ich bin ein bisschen Fan. Wir bauen auf jeden Fall was Gutes für diese Attacke. Für welche? Für das, was sich um sich herum und uns unterhält. Okay. Musst du mir gleich nochmal sagen, welche das ist, quasi im Sinne von... Das ist X, das ist Y. Ja, aber wie... Also es gibt ja Spezialität, es gibt... Das ist ganz normale. Okay, Standardangriff. Standard Y-Angriff, ja. Ja, aber das kann ich mir immer teilweise echt... Da habe ich noch ein Problem mit zu merken, quasi, wenn wir dann der Auswahl sind, was ist wovon meistens. Also das hier ist das... X, das ist das Y. Und wenn ich es lange drücke, dann drehen sich zwei um mich rum. Was ist die Spezialität? Das hier. Das, okay. Und bei dem hier das, also nicht sofort, sondern sobald die große... Okay. Da, jetzt. Okay. Genau, und beim Kreis ist der kleine Kreis so. Ja. Und der große Kreis, man kann nicht zwei Kreise stellen. Ja. Der große Kreis lädt einfach so einen Doppelkreis auf. Ja, das auch mal erklären. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Especially productive, seeing as we can't even kill each other, is all Kronos himself can attest. Oh well, plenty of work for me. Theoretisch wäre er, glaube ich, in den ersten Raum gekommen, aber weil es so ein Story-Script gab, kam er nicht. Muss der Hermes dazwischen strayen. Ah, da ist wieder dein Vulkanangriff. Das machen wir, glaube ich, auch wieder. Spezialisieren verursachen gegenlegentlich eine Explosion. Nein, komm, ich mag das. Das soll ruhig ordentlich knallen. Bisschen Leben oder bisschen was Sonnengott, ne? Ich würde erstmal noch nicht auf Boden gehen. Sonne, Mond und Sterne. Geh aus, mein Licht, geh aus, mein Licht, aber nur mein Licht. Wieso singst du Kinderlieder, ey? Weil wir vor der Aufnahme Dortmund und Schalke Lieder gesungen haben. Nee, ich habe Dortmund Lieder gesungen, sehr vorsichtig. Ich habe Schalke Lieder gesungen. Du hast Schalke Lieder gesungen. Aber Jenny hat bewiesen, aua. Jenny hat bewiesen, dass sie das komplett... Was haben wir gesungen? Warte, ich komme nochmal auf die Szene. Champions League. Wir spielen in der Champions League. Borussia im Cup der Sieger. Das war echt alt, oder? Cup der Sieger. Naja, dann als die Sieger wurden. Was war es? 96? 97, okay. Fast. Ja, ich glaube 97. Tor von Lars Dricken.
gegen Luke. Message for me. Das sieht hier keiner. Oh ja. Oh, jetzt haben wir jetzt können wir schon abbrechen und die neue Waffe uns holen. Wir brechen nicht ab. Man kann aber ab, theoretisch, ne? Man kann auch klar. Taking on the title yourself, come on. But it did sound like something a vengeful child of Hades might attempt. Mhm. Lichtpeitsche, ich fange mal von unten an. Ja, du fängst beim nicht von unten an, du fängst beim Seltenen an. Alle geblendet. Hm. In einem Bereich zu meinen Spezialitäten. Mit Wiederherstellung oder... Ja. Ich hätte mir seltene Dinge gewünscht, aber egal. Ja. Ach, guck mal, jetzt zum ersten Mal. Was? Nemesis? Hecate and your meat. Got it? Now go on while I take care of things. Sie hilft uns. This is my task, not yours. And I'm disappointed with your dereliction of duty. Are you so desperate to prove you're superior? Ich glaube nicht, dass sie uns unbedingt hilft. You know, maybe I am. So how about this? Got some gold on you, right? Those wretches are schön. Whoever takes more of them gets the others. Das ist so, das gab's auch im Hades, ne? Kann man nein sagen? Nee. Okay, dann streng dich mal. Oh, vor allem muss ich auch last hinten dann, ne? Ich hab leider zu sehr. Ja, sie hat ja, du fliegst fürs 9-2, also alles gut. Destroyed. Alter, holt sich immer den Last Hit. Jetzt für LOL gespielt, ey. Fürs bequem macht, ganz entspannt. Also musst nicht auf. Ach, die gibt uns nur ein bisschen Gold, oder? 100. War ein netter Encounter, gefallen, hat mir gefallen. Ah, sie will auch noch irgendwas. Surprised you didn't bail out with that return trick of yours. You don't know anything about me. What are you thinking being this far from your post? In violation of Headmistress Hecate's direct orders. Wir sind aber auch nicht sonderlich, wir sind schon sehr so treu, wie so ein treuer Soldat. Wir sind oder? Sehr korrekt vor allem, ja. I'm thinking you don't have what it takes to take the Titan down. I do. Now get out of here. Okay. Wie groß sie ist aber im Vergleich zu 342 haben wir schon. Du kannst den ganzen Laden leer kaufen, wenn du willst. Ich wollte gucken, ob da was ist. Ja, das da auch. Ist voll yours. Oh, Feuer. Geil. Must be a litany of fire safety hazards there. Although plenty of water near with which to put them out. Okay, versengen durch Zirkel, durch Bankreise. Ja, das ist schon gut. Wir haben nämlich noch keine Bankreisfähigkeit und no. Die anderen beiden. So, meh. Gut. Dann verbessern wir natürlich gleich was. Ja. Wir holen uns auch Asche zum Skillen. Come on, why not? Du 50 hast. Das ist schon viel. He didn't get into the details of what he discovered, though perhaps you know more. Mehr Asche heißt halt mehr Karten, ne? I understand. Das war Asche-Fan. Eigentlich will ich lieber Mond. Ja. Selene oder Zeus? Ja, aber es, also scheiß auf den Boss. Ganz praktisch, wenn man aufpasst, wo man hintritt. Ja, das ist das einzige Problem, also mein Problem mit der Fähigkeit, aber ich spiele zum Glück nicht. Also diese Kreise um dich herum, ne? Ich finde das also noch mehr Zeug, was auf dem Bildschirm passiert, macht es mir immer noch schwieriger, dann zu sehen, was mich töten will. Wahr. Meistens ist, was dich töten will, pink. Außerdem gilt hier. What doesn't kill you makes you stronger. Das ist stronger? Mhm. Das Problem ist, okay, danach. If the might of Olympus were sufficient, the gods would have already put an end to their predicament. Time itself is against us. Yet this is precisely the time for which we Silver Sisters have prepared. Hier ist gerade Fledermaus vor dem Fenster. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fledermausland. Your choice.
Okay, also, entweder wir können Gegner wieder wiederbeleben, oder? Ach, das sind diese Superfähigkeiten von ihr immer, ne? Ah, das Gegner wiederbeleben hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, du hast den hingestellt und der ist sofort weggebatzt worden in der Regel. Der Motor verwandelt sich in einen undurchdringbaren lebenden Albtraum und ersetzt 5% lang deine Fähigkeiten. Jetzt wissen wir halt nicht, was. Das finde ich ganz geil, weil dann habe ich mehr Heal. Zauber stellt bis zu 3x 25 wieder her. Ja. Brunnen fülle alle Aufladungen. Also Brunnen machen dich immer voll, ne? Ja. Nee, du kriegst die Aufladung wieder. Kannst ja nur 3x pro Raumwelt einsetzen. Ah, du kannst es 3x machen und dann nach jedem Hauptgebiet. Also wie jetzt, er will ja, dass ich das mache. Zack. Geil. Das ist schon geil. Du kannst es 3x quasi pro Areal. Jetzt habe ich noch 2x, genau. Und dann. Dich voll um 25 heilen. Ja. Und ich wette, wenn wir es upgraden, können wir es vielleicht noch mehr machen. Ja, das ist cool. Das ist theoretisch ja auch in einem Bosskampf wahrscheinlich, weil da kriegt man sie auf jeden Fall durch, ne? In so einem kleinen Raum kriegt man sie oft nicht. Was ist das? 100 brauchen wir, ne? Hier kann man übrigens gleich. Was denn? Wir fischen? Graben. Achso, aber. Wir haben doch keine Angel, wir können noch nicht fischen. Ja, deshalb. Aber graben können? Haben wir doch schon, oder? Das, wir haben nur die Pickaxe und das, was wir für die Gäste brauchen, oder? Ich dachte, wir haben drei Sachen schon. Ich meine nur die zwei. Das Geisterding und die Spitzhacke. Guck mal. Okay, ja. Dann habe ich nur angenommen. Letzte Folge war es, haben wir darüber gesprochen, ob man in diesen Dingern hier graben kann. Ja, schick, was brauchen wir? Eine Schaufel oder was? Ach, ich weiß, wir haben das gerade im Menü gelesen. Hm. Da stand doch das nächste, was wir hätten freischalten können. War es nicht die Silber-Axt, Pickaxe oder sowas? Ja, aber das ist ja unsere Waffe. Wir konnten doch auch noch das nächste. Nee, die Waffe war dieser Riesen. Dieser ja, aber mit der Pickaxe haben wir schon. Ja, schon mit der bauen wir doch den Stein ab. Das ist ja eine verbesserte Variante oder so. Anyway. Okay, wir brauchen mehr Asche zum Skillen. Was ich gerade sagen wollte, der Grund, warum wir die ganze Zeit singen und ich vor allem so viel singen möchte. Wir haben vorgestern angefangen, Guess the Audio zu spielen. Gerne mal suchen. Gibt es auch als Guess the Game und Guess the Book. Basically eine Website, wo ihr jeden Tag ein Audio, ein Song erraten könnt. In der 6 Versuche Zeit. Im ersten Versuch habt ihr nichts mehr als eine Sekunde aus dem Song. Nicht den Anfang notwendigerweise, sondern wirklich irgendwo eine Stelle, wo ihr dann quasi auf dieser Basis Interpret, bzw. Interpretin und Titel zusammen erraten müsst. Und dann mit jedem Try gibt es halt ein bisschen mehr und dann teilweise auch Informationen wie, weiß ich nicht, Titellänge, Erscheinungsjahr, Genre. Ganz am Ende auch den Interpreten, die Interpretin. Aber jetzt natürlich vorher viel Themen. Und da haben wir jetzt, weiß ich nicht, wir haben es jetzt gerade vor der Aufnahme noch kurz gemacht, sind es irgendwie schon bei 96 oder so, die wir jetzt die gespielt haben. Das war zu süchtig, ey. Und macht Ohrwürmer. Damit? Ja, weil wir alle sind. Also deine Fähigkeit ist ready, aber du hast gar keinen Leben verloren. Nee, sie hat damit gesagt, weil wir keinen Mana haben, um die nächste Fähigkeit anzusetzen. Deine Fähigkeit ist trotzdem on. Also die Heilfähigkeit. Die wird ja auch immer on gehen. Ja. Die bleibt aber nicht on für den nächsten Raum. Ich weiß. Okay, wir könnten den wohl. Ja, komm, den Schlag. Der Schlag. Great. Da merke ich mir übrigens, by the way, gar nicht, was wir hier bräuchten. Das ist immer für den Shop. Mhm. Das ist immer für die Tarotkarten. Und das Blaue, die Psyche, ist immer für uns, damit wir mehr Tarotkarten tragen. Ja, gut, gut. Das ist wirklich, bisher war es für mich so, ja, wir sammeln halt ein und irgendwo werden ich habe schon aufgepasst. Sehr gut. Ja, ich glaube, das ist das Beifahrer, die man passt nicht so richtig auf, wo es eigentlich, wo wir eigentlich langfahren. Ich hätte das gesehen. Ja, Hauptsache ich weiß, dass wir da ankommen. Nee, interessiert mich dann auch nicht. Ich muss mich kratzen. Aber hey, große Empfehlung. Guess the Audio. Guess the Game ist außer lustig, da muss man über Screenshots erkennen, welches Spiel es ist. Was gefühlt fast noch schwerer ist. Gibt's wieder schon 700, also. Weit über 2 Jahre, glaube ich, läuft das schon. Guess the Book hat auch was, ist aber entsprechend schwer, weil A natürlich auch rein Englisch Texte, die haben wir dann oft nicht so im Ohr natürlich. Das sind, sag ich mal, markante oder bekannte Textstellen sind.
kann auch nicht. Muss auch auf diese Geister aufpassen, ne? Glaube ich, sehe kein Geist. Ja, genau, ich auch nicht. Ich will nur auf hinweisen. Shop. Sehr lohnt sich mit der Cash in der Tasche, oder? Ja, klar. Das lohnt sich, glaube ich, immer. Oh, sonst. Ja, klar. Nachdem dein Bannkreis erlischt, tut er 2 Sekunden lang Schaden in seinem Wirkungsbereich zu. Why not, oder? Oh, why not? Episch ist episch. Eigentlich müssen wir kein Geld ausgeben, um es zu heilen. Nee. Was ist deine Fähigkeit für? Oh, möchte sie was? Nein. So, Bosszeit. Yes. Welcome. Hallo. I heard from Hermes, Headmistress. He gave me the impression that Olympus needs my aid. What of my task? Your task remains, as does the adversary whom you face. We shall discuss the matter with Hermes. Later. So geduldig, Jenny. Im Kampf ist ungeduldig, ist mit dir los. Ja, weil das... Würde mir genauso gehen. Ich flame dich doch hier nur ein bisschen, weil es Spaß macht. Das ist ja wirklich auch immer ähnlich. Das tue ich eh nicht, sie hat nichts mehr zu sagen. Oh, wow. Diese Standard-Attack bräuchte mir irgendwas Geiles, oder? Mhm. Warte, haben wir ja den Crit. Ah, ja, stimmt. Das macht halt gerade mehr Schaden. Ja. Ah, das ist nicht die echte. Was? Oh, sie macht es jetzt schon. Nice! Ist der richtige getroffen. Ach ne, es war so ein Apple. Das war eine Inkarnation von ihr. Ready, würde ich sagen. Was, wo ist das Leben? Das verdammt. War unser neuer... Richtig genascht. Das war unser neuer Bandkreis. Ah ja, stimmt, weil sie... Ja. Ja, wenn sie da drin stehen bleibt, ja. Ich glaube, das wird gegen... Gegen die Sirenen ist der gut. Aber die ja relativ stationär... Ah, vergessen. Das ist das ich hab's gut. Nicht vergessen. Nee, ich weiß. Ich hab vergessen, weil überrascht so, hä? Warum läuft sie so komisch weg? Das war so süße Geräusche. Der ist aber so genervt davon, scharf zu sein. Ich find's mega putzig. Ja, du musst auch nicht ausweichen, so depp-mäßig. Nö, ich sitze hier mit meinem Bier und dann bin ich frei. Nee, genau, jetzt bei Sirene ist das, glaube ich, gut, weil die Starksäure ist oh, ja eben. Ich hab gedacht, ich stehe genau in der Lücke. Voll in der Lücke. Die Starksäure ist ja relativ stationär, die andere bewegt sich aber nicht so krass. Und Wauzi, zumindest erste Phase, ist ja auch mega. Das könnte gut sein gegen die. Das ist eigentlich eine gute Bossfähigkeit, würde ich sagen. Sie bewegt sich da nicht weg. Schade. Ach komm, bleib doch da nicht in der Ecke stehen, trifft dich doch keiner. Burn. Selber burn. Ah, sie steht genau auf der Kante. Das ist jetzt schon. Ja, sicher. Warum nicht? Ich glaube, sie war wirklich on the edge. Na ja, gut, egal. Also jetzt kommt sie eben nicht mehr, würde ich sagen. Oh ja. Ah, es britzelt schon ganz gut dann. Eine Idee, das war die echte. Oh, was tust du das? Hab ich, weil ich Schaden gemacht habe. An ihr habe ich, hab ich doch da umgesehen. Die anderen blinken so grün. Ja, ja. Ja, nee, aber ich dachte, du das oben die. Egal. Go on, Melinoe. The greatest teacher is out there. Tschüssi. Tschüss.
Gibt's hier noch irgendwas zum Einsammeln? Nein. Na egal. Gefällt mir der Bild bisher. Muss ich noch ein bisschen einen Ticken weiter vielleicht. Ah, willst du schon tauschen? Ja, weil was wir jetzt machen, wir brauchen ja nicht nochmal ihn, das ist ja nur am Anfang. Ah ja, stimmt. Wir tauschen jetzt gegen das hier. Warte, Aromatur, du stellst mir drin das Brunnen. Weil der nächste Brunnen verbessert eine normale Gabe in Safe. Das ist clever. Und dann nimmst du den, oh, Synergie, Jenny, gefällt mir. Und danach wird es aber zugemacht, du darfst nämlich nur eine tauschen. Und im nächsten nehme ich dann nämlich... Ja, okay, das ist smart, das, sonst hätte ich jetzt gesagt, ich wollte dir gerade vorschlagen, hey, kannst du nicht jetzt wieder zurücktauschen? Nee, man darf auch nie eins, was du ablegst, darfst du auch nicht wieder nehmen. Im gleichen Run, meinst du? Ja, das war zumindest bei jedes eins, das würde ich ja wohl genauso sein. Wahrscheinlich, ja. Egal, aber, oh, mit Silber noch unten. Deepest reaches of the underworld awaits the ancient foe of Saffron-veiled goddess Melenui. Feind der in Safran gehüllten Göttin. In Safran? Das ist Safran die ist Farbe, nicht. Orange, die wir anhaben. Ja, aber Safran ist doch ein Gewürz. Ja, aber Safran ist die Farbe unserer Kleidung. Safran. Aber ist, aber, also weißt du, was mein Problem ist, dass Safran, das habe ich noch nie verstanden, ist, sagt man etwas, ist Safranfarben? Ja, so wie man auf was ist Kisch farmt. Weil in Safran gehüllt ist ja wie in Seide gehüllt, im Sinne von ein Material. Nee, ich glaube, der meint hier ist definitiv auf Englisch gemeint, das, was man. Was ich glaube, wir kriegen mehr ein Leben. Okay. Na, schauen wir mal. Nie gehört. So, like. Boah, der Crit ist. Wir sollten wieder das mit Safran machen, Jenny. Zum Curry? Ich mach einfach, ganz ehrlich, ich hab auch gerade kein Gefühl, was Safran nochmal, also. Warum es so geil ist. Färbt eigentlich nur alles orange ein. Ja, aber es ist halt unverschämt teuer, ne? Ja. Also Safran kaufst du so, weißt du, da kriegst du so 5, 6 Fäden. Die richtig Schweinegeld kosten. Oh, war es jetzt nochmal zurückgekommen, der Scheißer? Dieses Ding. Mega teures Zeug. Fast so teuer oder weniger teuer ist das, was du neulich gekauft hast. Was habe ich denn gekauft? Oder wem es gekauft hat? Ich hab mich. Was auf unserem Küchentisch steht? Ah, Matcha. Oder? Das ist doch pricey, oder? Ja, ja, auch der war richtig pricey. Was, lass mich, warte. Was ist okay, so aber kleines? Das war. Oh, warte, ich kann gerade nicht. Das war der billige, ne? Der billige Matcha. Also bei uns auf dem Küchentisch steht so eine. Was werden das sein? 50 Gramm? So eine kleine, faustgroße. Große Matcha, würde ich sagen. Oh, fuck. Und hier explodiert halt auch alles. Boah. Ich habe echt viel Schaden gekriegt. Ja. Ich habe dir auch zugehört und nachgedacht, wie teuer das war. Ich bin nicht in so einem Spiel ist Multitasking echt nicht mein Ding. Ein Vorgutan. Jetzt können wir das nämlich skillen, das hier und jetzt können. Ach, ja, stimmt. Okay, was gibt's hier? Einsatz fügt mehr Schaden. 5 Sekunden lang 50% mehr Schaden. Was macht das? Zusätzlich. Leben wiederherstellen. Während der letzten 3 Sekunden bist du sehr spezifisch, finde ich. Was ist da der erste hier? Warte, ich will gucken. Ah, öfters benutzen finde ich gut. Geilt. Was ist das in der Mitte? Das wollte ich gerade bewahren. Das Trinken aus Brunnen verleiht deinem Mondzauber plus 3 Aufladungen. Auch über das. Ja, das ist perfekt. Das will ich. Dann haben wir 5, ne? Also, ja, also Mondzauber stellt wieder her. Oder hier. Nee, eine mehr. Ich will das. Eine mehr. Mehr Kohle. Mehr das. So. Ach, du musst das auch da hinzu. Ja. Fügt 5 Sekunden auf 50 Sekunden. Ach, du machst 5%. Du machst mehr Damage danach. Das ist auch nett. So. Das ist geil. Jetzt habe ich wieder vergessen, dieses Ding. Oh. Müssen wir eh alle mal kaufen. Du stellst nach Ablauf der oder Dauer 50% wieder her. Ja, also nach 4 Bewegungen. Brauchen wir das wirklich? Wir haben jetzt 170. Okay, erstmal die anderen. Naja, du heilst dich halt umsonst. Da muss ich meine Aufladungen nicht ausgeben, die will ich ja beim Boss haben. Hm. Was sind Hüter bei dem zweiten? Effekt des nächsten temporären Gegenstands hält an. Sind es Bosse? Ja. Okay. Ich glaube schon so Zwischenbosse, oder? Du erhältst sofort 18 Grünzeug. Sicher. Ich finde das. Also wir müssen eher alles. Achso, für die Prophezeiung. Wir gehen einfach nur, ja genau, immer ein bisschen was. Aber kann man nur eins kaufen eigentlich? Nee, man kann auch mehr kaufen, okay. Aber ich will ein bisschen Geld sparen. Genau, ich wollte nur das Prinzip verstehen. Man kann auch alle kaufen. Mhm. Mann, also wir cashen den Cash in dem Run.
diese Fische. Schön. Das ist doch recht entspannt, also weil sie langsam sind. Halt ein bisschen was aus. Ne? Mach diesen Dash, also halben Dash nach vorne. Ne? Oh, Ende. Nitro. Dein Sprint ist 15% schneller und gewährt dir ein Schild. Das ist nice. Das magst du eigentlich, oder? Ja. Erinnere ich mich so, dass wir darüber gesprochen haben. Meine Angriffe sind schneller, die sind okay, finde ich. Als Nahkampfwaffe ist geiler. Oder weniger Magiefall. Damit haben wir bisher kein Problem. Komm, wir machen mal einen Sprint schneller. Schneller laufen oder schneller hier, bewegen ist immer das, was gut, ne? Ich immer liebe. So, Hermes. Von all den Olympiern kennst du ihn am besten. Seine Pflichten als Götterbote führen ihn oft bis an die Grenzen der Unterwelt und darüber hinaus. Seine Schnelligkeit ist legendär, doch ansonsten ist nicht viel über ihn bekannt. Seine Verwandten auf dem Götterberg unterschätzen ihn. Ein Vorteil, der dir und der Unterwelt seit langem zugutekommt. Wir gehen natürlich nochmal... Oh, 150 Latto. Ja. Stark. Reicht ah, Jenny genau. Hat das hier genau ausgerechnet, habe ich das Gefühl. Ja, was ist das? Das ist ein Surprise. Mhm. Ein Surprise-Gott. Surprise oder Leben. Deswegen ist günstiger oder Leben. Ja, irgendwann wollen wir leben, aber... Ey, du, also ganz, also ich habe gar nichts. Wir haben eigentlich einen guten, wir haben ja einen guten Bild. Genau, ich will nur sagen, ich habe hier gar nichts zu melden, ist mir ganz wichtig. Ah, wir sind noch nicht vom Boss. Okay. Nee, noch ein Zwischenboss, ne? Oder Geld. Jump. Ah, der nur der. Wäre gut, wenn wir mal wieder den Zwischen hier reinkriegen können. Aber, also, das ist jetzt gut. Why not? Hätten die jetzt gebissert? Arsch. So, jetzt können wir uns mal los. Ja, war auch noch da. Kurz gedacht, wir sind im normalen Bossraum, ey, die ganze Zeit. Ah. Das ist einzig blöd, in dem Bandkreis ist immer so unbefriedigend, wenn sie dann rausgehen. Mhm. Legt sich immer so, ja, und jetzt bleib da. Sehr gut, brave Schlange. Wer ist eine gute Seeschlange hier? Nee, jetzt geht sie raus. Das konnten wir uns alles vorher aber nicht. Warum nicht? Warum sollten wir uns denn jetzt heilen? Ich hoffe, eigentlich kommt immer noch ein Heal-Raum, das ist erst die Mitte des Dungeons. Achso, aber meinst du nicht, dass... Nee, wir wollen alle Heals für den Boss alle, aufheben. Alle, aber glaubst du, dass du dreimal heilen? Ja. Also dreimal das Volk, das beim Boss aufheben? Dann ja. Also vielleicht, wenn nicht, dann... Also ich wäre voll bei dir gewesen, hättest du gesagt, zwei auf jeden Fall. Ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass wir dreimal... Aber ja, vielleicht hast du recht. Aber solange wir uns nicht heilen müssen hier außer, muss ich mich nicht heilen. Du stellst rasant, okay, weniger Leben. Oder du erhältst mehr Leben und mehr Mana, opfere aber das Nova-Tuch. Das Nova-Tuch ist... Was ist das? Was ist das? Wo nee. Ist es? Das. Ach, Nova-Tusch. Ja, nee, aber das ist... Ja, mehr Bereich. Du hast gedrückt. Um eine gezielte zu fallen. Aber, ah, warte mal, aber deckt sich das mit dem. Also, jetzt ist doch der Bannkreis, dass er dann, wenn er sich. Warte mal, wenn er sich auflöst, oder? Dann macht er 5 Sekunden an diesen Damage, ne? Meinst du, das kannst du damit triggern? Das bleibt immer, egal wo ich den hinsitze. Ja, klar. Also. Das geht so, das überschreibt sich nicht. Ich finde die drei aber alle kacke. Ja. Naja, und. Ist noch. Die Mitte, aber dann verliere ich halt einen Zauber. Nee, also einen Zauber vom Boss finde ich aber nervig. Aber der Nova-Tusch, der ist jetzt eh nicht so mega geil. Ja, aber das ist das Ding, was sich um mich drum dreht, wenn ich davon, wenn der es nicht geskillt ist, macht es wesentlich weniger Schaden für den Boss, ist doof. Besser. Okay. Nee. Um die Frage mal noch kurz abzuschließen, was hat denn jetzt der Matcha gekostet? 16 Euro. What the? Noch teurer, was ich dachte. Denn unser Mitbewohner will am Wochenende eine Matcha-Torte machen. Die Leute haben wir davon gesehen. Mm. Let
her. Bird. Was ist das jetzt genug? Das ist jetzt genug, dass du den triggern kannst, oder? Dass du ihn explodieren lassen kannst. Hier so. Ach, das nochmal eine andere Sache ist. Nee, das zählt. Ich kann ihn irgendwo hin platzieren und danach explodiert er. Okay. Ich weiß nicht, ich frage, ob nach, also wenn du die Explosion künstlich quasi auslöst, ob dann direkt sich dieses Burnen anschließt. Ob du es dadurch früher auslöst. Nee, das siehst du doch, wie es funktioniert. Das geht nur darum, dass du ihn platzierst. Ja, ich glaube, die Fähigkeit nicht verstanden. Sorry. Mach jetzt mal. Oh, sehr gut. So. Also, die Fähigkeit, die macht das. Genau. Und die andere ist da oben. Das. Ich muss okay. Halte den gedrückt und kann gezielt ziehen. Ach, es ist eine andere Fähigkeit. Ja, für den Bandkreis, aber eine so. Bonusfähigkeit. Wenn die hier sind, das ist die Grundfähigkeit. Ja, und alles andere ist eine Neben. Du kannst nicht zwei Hauptfähigkeiten. Nee, was ich dachte, ist, wenn du den Bandkreis setzt und dass du ihn damit triggerst und dass es quasi der gleiche ist. Das ist, was ich meine. Wir sollten nach dem Raum übrigens mal langsam einen Break einlegen. Was aber, glaube ich, schon der Vorboss-Raum gleich sein wird. Vielleicht hören wir vor dem Boss auf. Das ist ein guter Kompromiss. Das war's also. Nee, die Jagd beginnt. Artemis! Grüß dich! Du bist ja verwundbar, der ist tot, Artemis. Nee, die hat noch nicht einen Damage, glaube ich, gemacht. Achso, okay, sie macht ihn natürlich auch schwächer. Aber trotzdem gefühlt. Ein so ein Fisch holt sie sich jetzt. Mhm. Slightly overkill. Oh fuck, ich bin ihrem scheiß Kreis ausgewichen, ey. Und dann in die anderen rein. Ich kann mit ihrem. Oh oh. Gut. Oh oh. 3000. Hallo. Das ist der letzte, so. Das ist Nektar. Oh, das ist ein Nektar. Das sind alle von ihnen. Ey, haben wir gerade schön High Five gemacht mit Artemis? Zack. Hermes finally got a hold of you, did he? Sounds like things have really taken a turn on Olympus. Glad I'm not there. Sehr gespannt, was da los ist. Artemis, how can you say that? It's your home. I'm going to see if I can head up there and lend a hand. Freu mich jetzt schon auf. Is that even possible for you? Born of the underworld and all that? Then again, you're a witch. Must have a remedy for everything. Silberreif, nach einem Sport fügst du deine Superaktion 2 Sekunden lang größeren Schaden zu oder Gegner mit mindestens 80% oder 80 Schild erleiden potenziell kritischen Schaden. Oh, das ist. Geht das gegen Bosse? Ja, gegen alles. Das heißt, jeder Boss, der noch über. Kriegt Crit. Also eigentlich hast du mehr Crit-Chance gegen Gegner initial. Ja. Kann man sagen. Das ist auch geil. Das ist gut. Oder? Mehr Bandkreis, aber alles auf dem Bandkreis finde ich doof. Ich glaube, ich nehme die Mitte. Finde ich gut. Ich meine, erstmal ist es einfach Crit, den du gerade skillst. Ne? Ich glaube, jetzt müsste er. Kommt ja eh noch im Vorraum, ne? Ja, hier. 123 nur. Hier könnte man. Für 23 kann man nichts kaufen. Kann man gleich keine Boss-Fähigkeiten, keine Gott-Fähigkeiten. Ja, aber auch kein Herz. Die brauchen 125. Ach, dann mache ich deswegen können wir gleich hier das Herz uns holen. Muss uns so. Ich turn dann davor auf, aber erstmal bei dem was kaputt ist können. So, ihr Lieben. Dann zack, sehen wir uns in der nächsten Folge und hoffentlich schlagen wir jetzt das Trio zu 3. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.